Juwel. Juwel ist zunächst mal eine Sammelbezeichnung für alle Gegenstände, die als kostbar angesehen werden. Juwel ist ein kostbares Schmuckstück. Juwel ist oft ein wertvoller, besonders geschliffener Edelstein. Juwel ist ein kostbares Schmuckstück. Man kann von den Juwelen einer Königin sprechen, das heißt kostbare Geschmeide. Und es gibt auch die Kronjuwelen, das sind Juwelen für einen König. Die Inder haben klassischerweise einen besonderen Bezug zu Juwelen und bis heute prachtvolle Kleidung imitiert Juwelen. Meistens sind es aus Glas oder Plastik, Imitate von Juwelen. In Indien haben größere Gebäude traditionellerweise auch bestimmte Juwelen. Und so nimmt es auch kein Wunder, dass auch in der spirituellen Sprache Juwelen eine gewisse Rolle spielen. Eines der Hauptwerke von Shankaracharya nennt sich ja Viveka Chudamani. Viveka ist die Unterscheidung, Mani heißt Juwel, Edelstein. Und Chudamani ist der Kronjuwel oder auch der Kopfjuwel. Und ein Name für das dritte Chakra ist Manipura Chakra. Pura heißt See oder Ozean und Mani heißt Juwel, Edelstein. Das soll heißen, im dritten Chakra sind viele besondere Fähigkeiten angelegt. Viele Juwelen, Manipura, den See von Edelsteinen, was heißen soll, du hast viele Juwelen, viele Fähigkeiten tief in dir.